Hallihallo, herzlich willkommen in Baldus Welt. Heute geht's weiter mit unserem kleinen Park und wir müssen mal gucken, was da los ist. Ob es den Dinos noch gut geht. Oder ob sie vielleicht doch wirklich ausgestorben sind. Das müssen wir aber erstmal hier mit eigenen Augen sehen. Oh, Weg nicht verbunden. Boah, es geht ab. 5 Sterne, ja, wir wissen's. Oder wissen wir es nicht. Genau, das ist jetzt das, was immer angezeigt wird. So, was ist hier los? Wir haben hier letztens aufgehört und haben diese wunderschöne Ecke hier gebaut. Da laufen sie alle rum. Und unser Jeep fährt einfach mal quer durch. Sehr schön. So, Weg ist nicht angeschlossen. Klar, hier hinten, da haben wir was vorbereitet. So, warum wird das hier angezeigt? Das wird eigentlich immer angezeigt, wenn man hier den Hubschrauber angeklickt hat. Keine Teams zugewiesen. Ach so, klar, da ist kein Team zugewiesen, weil da keine Dinosaurier drin sind. Das Ding ist nicht angeschlossen. Nee, ist alles korrekt. So, was machen die Dinos? Schauen wir da erstmal kurz nach. Oh nee, genau. Was heißt genau? Moment, ich muss mal überlegen. Sturmwarnung. Alle in die Bunker. Ich muss mal ganz kurz überlegen, ob ich noch ein bisschen alleine weitergezockt hatte. Wie war denn das? Ich würde sagen, nee. Ich würde sagen, nee. Oder etwa doch? Riesensturm. Aber wir wissen ja grundsätzlich, wir werden das überstehen. Wo sind unsere Jeeps? Da ist einer. Schnappt sie euch. Wichtig sind nur die Zäune, ne? Und ja, hier Beobachtungsdings ist kaputt. Ist nicht so schlimm. Ah, das Ding ist immer schlimm, ne? Aber das geht auch oft kaputt hier, ne? Also dieses Spiel. Aber das Ding scheint hier noch geöffnet zu sein, ne? Deswegen ist hier immer das Notstromaggregat, weil sonst würden die Jeeps keinen Strom mehr bekommen. Und ich habe anscheinend vergessen, es auszuschalten. So, dadurch ist eigentlich alles schick. So, da hinten ist was kaputt. Lol, das Ding ist da gar nicht geöffnet und ist kaputt. Sauerei. Riesenverwirrung, würde ich sagen. Da ist noch ein Jeep. Den schnappen wir uns. Du kannst mal hier hinten gleich reparieren. Und wenn du es irgendwie schaffst, fahr nach da. Das könnte schwierig sein, obwohl der kann bestimmt hier über die Strecke fahren. So, habe ich nur alleine weitergespielt oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, ich würde sagen nicht, weil mir war so, irgendwann hatte ich weitergespielt und dann kam Sturm. Ach so, das war bei uns letztens, ne? Da hatten wir aufgehört und ein Sturm kam und ich habe gesagt, nö, ach komm, wir loggen aus. Ja, hier war der Sturm. Okay, also ich habe nicht weiter alleine gespielt. Dann ist ja alles gut. So, womit ich heute weitermachen möchte. Wir wollen im Grunde genommen ganz viele Dinos. Wir können erstmal nachgucken, was für Dinos wir erforschen können. Ich habe hier, haben wir zusammen hier noch einen hiervon groß gezogen. Da unten warten noch Brachiosaurier, aber mehr können wir da nicht in dieses Gehege tun. Wir gucken mal nach, was es noch Schönes gibt. Wir haben ja diesen super mega, also der ist auch interessant hier, aber wir haben diesen super mega Langhals-Dinosaurier. Das ist der hier. Den haben wir auch noch nie gesehen. Bei dem bin ich jetzt auch nicht so sicher, aber ich glaube, den hatten wir schon mal.
Wir gucken mal weiter. Die sind alle bei 100%. Gibt natürlich auch noch unsere Trikeys, aber am liebsten würde ich echt hier so einen riesen Langhalsdino und dann gucken wir mal, wer da noch mit ins Gehege passt. Den wollen wir haben. Der ist bestimmt total teuer. Also auf jeden Fall braucht er schon mal zwei Leute, um es zu erforschen. Na dann mal los. Der Dreadnoughtus. So, und da haben wir dieses wunderschöne Gehege. Während der erforscht wird, machen wir mal hier hinter weiter. Und ich zeige euch mal, was ich so für Pläne habe. Und zwar wollen wir hier hinter ja das nächste Gehege anfangen. Und hier möchte ich so eine Schwebebahn durchfahren lassen. Wir könnten erstmal ganz kurz gucken. Ich glaube, wenn wir hier raufdrücken, genau, dann sieht man, wie die Autos, ne, die hier langfahren, wie die das Gebiet abdecken. Ne? Also hier können überall die Zuschauer hingucken. Und das sieht ja eigentlich ganz ordentlich aus. Das bedeutet, wenn jetzt hier die Bahn lang geht, da können dann auch die Zuschauer wieder runter gucken. Also ungefähr hier werden wir diesen Zug lang fahren lassen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, dass wir vorher hier noch die Erde abflachen. Und das versuchen wir mal. Weil ich möchte gern, dass wenn man hier vom Auto hier runter guckt, beziehungsweise auch wenn wir hier so uns die Dinos angucken, dann soll das hier alles ganz niedrig sein. Warum sieht man, achso, hier sind keine Höhenunterschiede. Moment, genau, hier hinten kommen erst die Höhenunterschiede. Schauen wir mal nach, wie tief wir hier runter gehen können. Ja, vielleicht erstmal so. So, das ist schon mal das Falsche. Das hier wollen wir. Da schmummelt schon einer hier am Tor. Ein frecher Dino-Ohr. Und den Zaun, den können wir ja super mit runternehmen. Und im Grunde genommen sollte dann dieses gesamte Gebiet hier hinten so weit unten sein. So, hier ist also richtige Action in dem Revier. Er verfällt in Panik. Naja, gut. Wir haben also hier zumindest mal unser neues Gehege versorgt mit Dinosauriern. Sehr schön.
Und da kann man einfach nichts dran ändern. Also ich meine, der muss ja hier rein. Jetzt guckt euch das mal an. Jetzt will der echt da rüberfahren ins andere Gehege, um diesen einen Dinosaurier anzugucken. Sehe ich das richtig? Also das kapiere ich noch nicht so ganz. Dafür ist er doch gar nicht zuständig. Nee, er fährt doch zurück. Sehr gut. So, jetzt hatte ich mal gesagt, hier fehlt eigentlich noch eine Toilette. Die bauen wir da mal hin. Und dann habe ich auch gerade überlegt, wir brauchen natürlich, die passt sogar hier hin, aber hier passt auch nichts anderes hin. Also bauen wir die mal hier hin. Ach, und die ist auch sofort fertig. Also Toiletten kann man anscheinend auch leichter versetzen als damals. Wir brauchen natürlich Hotels. Die habe ich nicht so richtig eingeplant in meine Gehege. Also zum Beispiel wäre es cool, hier ein Hotel zu haben. Ach so, und wir hatten eigentlich den Plan, dass diese Bahn hier hinten weiterfährt. Dafür müssen wir aber auch erstmal wissen, wo da der nächste Weg hinkommen soll. Gut, das können wir jetzt wunderbar an dem Zaun sehen. Also so wie es aussieht, können wir hier ein schönes großes Gehege bauen. Hier kann dann auch ein relativ großes hin und hier wäre so ein ganz kleines. Also bauen wir doch hier einfach mal noch so einen Weltraumbahnhof hin. Schauen wir uns das nochmal an. Und hier könnten wir ja mal so einen unterirdischen Dingsbums hinbauen, wo die Leute unterirdisch reinlaufen und sich das alles angucken. Ja, und ich würde sagen, hier hin. Also dann kommt da links davon doch ein relativ kleines Gehege, passt dann da nur hin. Aber ich würde schon sagen, das muss mindestens so groß sein, hier hinten diese Ecke. Bums, bauen wir einfach hin. Und mal gucken, ob wir das jetzt hier verbinden können. Nee, das will da nicht ran. Dafür müssen wir hier was wegnehmen. Ah, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Könnten wir sagen, dass dieses ganze Gehege auch durch diese Hochbahn angeschaut werden kann. Auch das sieht doch eigentlich ganz nett aus. So, und damit haben wir hier den neuen Weg im Grunde genommen geschaffen. Den erstmal so ein bisschen weiter, als er im Endeffekt werden soll. Diese andere Ecke können wir jetzt wieder abreißen. So. Ja, und hier ist so eine kleine Ecke, die jetzt so ein bisschen nutzlos erstmal
erscheint. Aber hier in die Ecke werden wir wohl das große Kraftwerk hinsetzen. Ich guck mal jetzt erstmal hier drüben nach. Hier haben wir die nächsten Dinos. Oh, und die sehen ja mal alle ganz gut aus. So, wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch was Schönes erforschen können. Und die Dinger sind alle super teuer inzwischen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Da ist der Baumstumpf, wo nachher die ganzen Besucher rausgucken können. Ansicht anzeigen. Okay, so kann man von drinnen gucken. Na toll. Also was sind das denn für eine beschlagenen Scheiben? Wer kommt denn darauf? Was ist das denn für ein Blödsinn? Also da bringt doch auch das Reinzoomen nichts. Und dann gibt es mehrere Kameras. Naja. Naja, einigen wir uns auf naja. Nicht so der Knüller. Also das verstehe ich nicht, ne? Das verstehe ich auch bei den Autos nicht. Da machst du doch nicht extra irgendwie Dreck auf die Scheiben, damit es realistischer aussieht. Ich meine, vielleicht so an den Seiten oder so. Und dann macht man nicht hier so eine milchigen Scheiben, wo man gar nichts durchsehen kann. Also da brauchen wir nicht nochmal durchgucken. Können wir mal gucken, ob man bei den anderen Teilen mehr sieht. Naja, wir werden schon nochmal durchgucken. Aber hier sieht man besser. Okay, hier ist auch so ein etwas... Ja gut, hier sind auch Scheiben. Also das ist auf jeden Fall besser gemacht. Das ist interessant, ne? Okay, damit bin ich zufrieden. Hier kann man auch nach oben gucken, falls mal so ein Langhalsdino vorbeiläuft. Das finde ich sehr cool. Und dieser Baumstumpf hier ist Blödsinn. Kann man eigentlich auch mit den Dingern fahren? Jo, das haben wir auch noch nie gemacht. Ist ja auch geil. Machen wir das doch mal ganz kurz. Okay, also das ist mega, ne? Die Strutissimus lassen wir gleich mal frei.
Also da muss da auch erstmal drauf kommen. Ja, Saurierfleisch vom Schwarzmarkt. Schwarzmarkthändler wollen seltenes Dinosaurierfleisch kaufen. Alter Schwede. Also das sind so Punkte wirklich, wo sich im gesamten Jurassic Park aus meiner Sicht komplett falsch entwickelt hat. Also wie kommt man denn darauf? Meinetwegen ist unsere Welt so, dass die vielleicht dahin hinführen würde, aber das muss man doch deswegen nicht alles machen irgendwie. Jurassic Park ist doch im Grunde genommen, baut eigentlich auf das Interesse, auf dem Interesse an Sauriern auf, ne? Und das hätten sie im Grunde genommen weiter fokussieren müssen. Ganz komisch, worauf die Leute da kommen. Echt, also da stehen kleine Kinder drauf auf sowas hier, ja? Kleine Kinder und große Kinder. Da will man sich gar nicht über sowas Gedanken machen, worauf die hier kommen. Also das war ja auch im Grunde genommen das Schlechte an den neueren Jurassic Park Filmen, dass sie sich da auf Dinge konzentriert haben, wie die Ausbeutung von Dinosauriern. Und es waren ja im Grunde genommen die roten Fäden, die sich so durch die ganzen späteren Jurassic Park Filme gezogen haben, ne? Der eine will einen Rex klauen und verschifft den da in die Innenstadt, dann bricht er da aus. Ne, bei dem anderen Film, da fing es gleich so an, dass Dinosaurier gejagt und eingesperrt wurden. Und ich habe so auch das Gefühl, das hat sich auch durch den halben Film so durchgezogen. Also viel mehr anderes war da gar nicht, ne? So von dieser Faszination Dinosaurier. Und das wird es immer sein. Also solange es keine echten Dinosaurier auf der Erde gibt, wird immer diese Faszination sein. Und das macht man halt kaputt, indem man hier, was weiß ich, sich lieber darauf konzentriert. Oder sich eben nicht auf diese Faszination konzentriert. Also im Gegenteil, da braucht man gar nicht mal so viel Story im Grunde genommen sich ausdenken, ne? Man muss nur diese Dinosaurier gut in Szene setzen. So wie beim ersten Teil, ne? Als da der erste Langhalsdinosaurier, konnte man gar nicht genug sehen, ne? Ne? Da haben die noch gestaunt und so. In dem ersten Film. Als sie die Dinosaurier gesehen haben. Und da wusste auch noch Steven Spielberg, ist ja eigentlich auch komisch, dass es derselbe Produzent ist, ne? Das war irgendwie das verpeilt hat. Vielleicht hat er das im ersten Teil auch nur so aus Versehen so gut gemacht, ne? Hat sich durch den Wald gekämpft und springt jetzt da hinten über den Zaun. So, hier haben wir inzwischen zwei von den Langhalsdinos. Was ich total schade finde, ist, dass man die nicht in ein Gehege packen kann. Weil so könnte man wirklich mal so den Unterschied auch sehen, ne? Also klar, den sieht man auch so, wenn man genau hinguckt. Oh, nicht Jeep. Jetzt komm hier nicht wieder durch und mach alle in Panik hier. Auch Blödsinn, ne? Also realistischerweise würde der dann eben so einen Bogen fahren, dass die eben nicht in Panik geraten, ne? Ja. Okay, aber einigen wir uns darauf, das sieht ja mal ganz geil aus. Er wird wahrscheinlich gleich in Panik geraten. Gut, ich hole mir mal noch was zu trinken und dann mache ich auch langsam Schluss für heute. So, bis gleich.
haben wir denn noch? Nee, Papadopoulos hier, den wollen wir behalten. Schon allein, weil er so einen lustigen Namen hat. Sie ist hier richtig toll. Sie ist hier hinten richtig toll. Brains ist unser Superhirn, der kann das eigentlich auch ganz gut. Hier, Jan. Jan ist nicht mehr ganz dicht, aber sie hier werden wir mal tatsächlich verkaufen. Schade drum, entlassen. Ist ja ein Ding, also das hatte ich auch in keinem Park vorher, ne? So wenig Wissenschaftler. Dabei ist das hier auch leicht, ne? Also gut, das ist zumindest mal eine Herausforderung. Oh, wie teuer ist sie denn? 60.000? Die kann aber auch alles hier. 60.000. Ich meine, wir können uns das leisten, ne? Lu ist es nicht. Aber 60.000 habe ich ja noch nie gesehen. Also bisher war 30.000 immer eine Menge. Wir brauchen vor allem hier, ne? Hiervon Punkte. Denk mal, wenn wir den einstellen würden, aber ich habe natürlich lieber Frauen in meinem Team. Aber die Frauen wollen nicht so richtig hier. Verringert die Aufgabendauer von Forschung. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ich bin nicht sicher, ob die jetzt schon hier komplett hochgelevelt sind. Dann reicht die uns natürlich nicht hier. Ihr Mustafa. Da hätten wir einen Mustafa. Und hier ist Shammas. Ich würde sagen, kleine Übermacht an Südländern, ne? Darf man da Südländer sagen? Nicht so wirklich, ne? Südostländer. Einigen wir uns darauf. Ja, das ist hier überhaupt, ne? Also auch bei den Frauen, ne? Ich würde sagen, ich bin da knallhart. Wir nehmen sie. Und dann gucken wir mal, ob man sie noch leveln kann. Ansonsten können wir sie gleich wieder verkaufen. Nee, sie kann man sogar leveln. Der Barton. Eine Französin. Genetik. Jawohl, 6 Genetik. 46.000, ist klar. Also wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich nur 5, ne? Wir sparen ein bisschen Geld. Und dann gucken wir mal nach, ob das jetzt geht. Also ist ja auch so, wir brauchen ja jetzt, im Endeffekt brauchen wir Wissenschaftler zum Ausbrüten, aber es ist super schade. Ich hatte ja gedacht, ne, wir könnten hier noch ein paar mehr kaufen. Dann hätten wir auch. Jo, wir können's. Sehr geil. Gut, wenn wir das können, dann können wir eigentlich alle lernen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal unser Werk von heute an. Was wir hier für ein Blödsinn gemacht haben. Also, wir haben hier so ein bisschen rumgebastelt, dass die beiden Gebäude hier hingepasst haben. Hat ganz schön gedauert. Was wir vor allem gemacht haben, wir haben hier einen wunderbaren Weg nach hier drüben gebaut. Hier sind inzwischen schon ganz viele Leute unterwegs. Wir haben den super Zug gebaut. Wir haben hier hinten überall Gehege hingebaut. Und im Grunde genommen auch schon die Punkte, von wo aus die Dinos gesehen werden können.
Wir müssen mal gucken auf Dauer, ob das reicht. Aber mit dem Zug und so, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja, wenn ich Flugsaurier haben will, dann wäre vielleicht wirklich diese Ecke hier hinten dafür interessant. Müssen wir mal schauen, aber wir haben jetzt im Grunde genommen auch nur noch dieses eine freie Gehege. Also ich sehe das nicht so richtig. Es gibt noch zwei Langhalsdinosaurier, ne? Und die würden wir am liebsten schon hier reintun. Ein hierhin, ein dahin. Alter Schwede. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier sind unsere ersten Langhalsdinos. Da watscheln sie entlang und fühlen sich wohl. Also das ist schon mega cool gemacht. Hier ist unser neues Gehege. Genau, das haben wir eigentlich auch heute angelegt mit unseren neuen Trikies. Die kämpfen hier auch gerade. Oh, die kämpfen aber anscheinend immer so ein bisschen. Hier haben wir auch Langhalsdinosaurier, die sich jetzt hier hinten tummeln. Die beiden Rüpel. Die hatten eigentlich gesagt, dass ihnen ein bisschen zu wenig Platz ist. Oh, die knuddeln hier hinten. Ach nee, die sind happy. Naja, 95%. Also irgendwas stimmt bei denen auch nicht so ganz. Der Freiraum. Aber ich würde sagen, ja, die laufen immer hoch, runter. Auch so ein bisschen knäuserig, muss ich sagen, in dem Spiel. Aber okay, sie sind 95% zufrieden. Hier sind unsere dritten Langhalsdinos. Ja, und auch die sind bei 98%. Ich würde sagen, das muss reichen. Hier sind unsere kleinen neuen Packies. Die haben wir auch noch nicht so richtig beobachtet. Ja, und so wie es aussieht, waren die auch so ein bisschen größer als in Ark dargestellt. Die sind aber auch nicht so ganz zufrieden. Was fehlt denen denn? Auch der Freiraum. Na, sag mal, diese kleinen Tierchen? Wie Freiraum? Ja, dann sollen die mal nach hier hinten gehen. Oder nach da hinten. Da kann man jetzt natürlich sagen, dass man davon nicht so viele braucht. Ne? Das sieht man jetzt hier. Also da würden wahrscheinlich die Hälfte würden reichen. Wir mit 7 Stück davon, das ist eine ganze Menge. So, wir haben auch hier ein paar neue Trike-artige Saurier ausgesetzt, die kleinen hier. Und ich würde sagen, wir haben jetzt nahezu alle Trikies bis auf den letzten. Bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher, wir können uns die mal kurz angucken. Also hier sind diese Trikies. Hier haben wir die richtigen Trikes. Wo sind sie? Hier hinten. Ja, im Hintergrund sieht man schon die anderen. Hier sind unsere richtigen Trikes. Hier sind die anderen. Ah, und die fand ich auch beeindruckend, als ich die mal als Kind gesehen habe, dass es noch Dinosaurier gab hier mit noch mehr Hörnern. Fand ich richtig cool. Ist schon verrückt. So, vielleicht warten wir noch den Sturm ab. Hier werden die Dinos rausgeschafft. Und
der Trike da hinten hat tatsächlich geschlafen. An dem wir gerade vorbeigefahren sind. No, nicht hier zum Ende noch hier. Wen hat es denn jetzt schon wieder erwischt? Ach nö. Na gut, ich habe jetzt gespeichert. Egal. Da hat einer Panik. So, haben wir die Reihen auch ein bisschen aufgefüllt hier. Da kämpfen nochmal zwei. Oh, warum zoomen sie raus? Verstehe ich nicht. Gut, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von unseren Dinos. Wir haben auf jeden Fall eine richtig schöne Meute jetzt an allen möglichen verschiedenen Dinos. Dann danke ich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, hat mega Spaß gemacht. Mal schauen, wann es weitergeht. Auf jeden Fall gute Nacht und bis bald. Tschüss.